Ist es das kleine Schwarze mit den Perlen? Ja, genau. Alles klar. Das Team Niki und Theresa ist im Haus. Egal. Charade ist langweilig. Wollt ihr was total Abgefahrenes spielen? Mein neues intergalaktische Supermodels Reise zum Modeplaneten. Fang mit dem Laufstickgangknopf an. Dann den rechten Hebel, um deinen Schmollblick zu verstärken. Der gelbe Knopf macht dich total schick. Rechter Hebel ist für die Pose am Ende des Laufstegs. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich auch. Das macht Spaß. Barbie, kann ich mir für den Malibu-Filmpreis heute Abend ein Halstuch leihen? Sicher, Raquel. In meinem Schrank. Gang 57, Regal 34. Oh, ich halte keine 2 Stunden mit diesem furchtbaren Spiel durch. Zeit, diesen lauten und nervigen Quatsch abzuschalten. Welcher von denen ist für dieses Spielzeug? Das wird schon was abschalten. Raquel, was ist passiert? Was hast du da oben angestellt? Gar nichts. Das Dreamhouse ist jetzt abgeriegelt. Abgeriegelt? Meint der Typ das ernst? Ihr müsst eine Reihe von aufregenden Spielen bestreiten. Puzzle und Aufgaben. Nicht schlecht, Schrank. Wenn du willst, kannst du echt amüsant sein. Also, ohne großes Trara lassen wir die Spiele beginnen. Oho, das wird lustig. Ich habe 4 Schuhe versteckt. Findet sie und stellt sie in der richtigen Reihenfolge auf die Sockel. Willkommen, Dreamhouse-Fans! Das heutige Event findet in Barbies Schlafzimmer statt und es sieht nach einem Riesending namens Hochhaus der Schuhkartons aus. Mich wundert es, dass du es gefunden hast, Raquel. Thank you.
Das ist mein Ding. Läuft, sehe ich immer noch gut aus. Barbie, du bist eine Siegerin, genau wie ich. Eine glatte 10. War praktisch, hey, es regnet Schuhe. Wie kann man das nicht lieben? Und guckt mal, was ich in einem der Kartons gefunden habe. Das nächste Mal, wenn ich spiele, bekomme ich die in Rot. Klingelingeling. Keine Zeit zu träumen. Auf geht's zu den nächsten Räumen. Findet die versteckten Schmuckkästchen und knackt das Sockelrätsel. Thank you.
Also, es heißt ja, dass Accessoires das Outfit verändern. Also glaube ich, dass die Mädels dieses Accessoire-Minigame aus der Trickkiste des Schrankes lieben werden. Es heißt, mach dich schick. Und es wird sehr interessant, ob Barbie und die Mädels die Accessoire-Herausforderung packen. Naja, das war nicht so gut. Niki, es ist nicht alles verloren. Es gibt immer ein nächstes Mal. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich hab das total raus. Nicht aufgeben, Raquel. Wirklich gut, Theresa. Mach weiter so. Das kannst du in deinem Videoblog posten, Niki. Naja, das war nicht so gut. Barbie, du bist eine Siegerin, genau wie ich. Das kannst du in deinem Videoblog posten, Niki. Super, Barbie! Mein Fehler. Das war super, Niki! Nicht aufgeben, Raquel. Was soll denn das? Mega Reinfall. Nicht aufgeben, Raquel. Ich kann das viel besser. Naja, das war nicht so gut. Das war toll! Das hast du zerrissen, Raquel. Naja, es ist kein Weltuntergang, Theresa. Das Beste immer zum Schluss, Barbie. Ich verstehe. Woohoo! Theresa, das war fantastisch! Und Niki, trifft es auf den Punkt? Viel Glück beim nächsten Mal. Leuten in Malibu sind Accessoires sehr wichtig. Es gibt 57 niedergeschriebene Regeln allein über die falsche Zusammenstellung von Handtaschen und Schuhen. Ich fange gar nicht erst mit Ohrringen und Halsketten an. Okay, Mädels, los! Zeit, ein neues Zimmer auszuprobieren.
Ich serviere euch eine Aufgabe, Mädels. Sucht nach dem Kuchenteig und platziert ihn in der richtigen Reihenfolge auf die Sockel. Hey Barbie-Fans, wir befinden uns in der Küche des Dreamhouses und es sieht nach einer unglaublichen Minigame-Herausforderung aus. Die Törtchen-Explosion. So macht man das, Niki! Super, Barbie! Bin? Theresa, das war super schnell. Mega Reinfall.
war dabei, um zu gewinnen. Ich könnte das den ganzen Tag spielen. Das Spiel hat so viel zu bieten. Oh, Erdbeerglasur. Ihr wart spitze, Mädels. Lasst uns abhauen, bevor der Rauchmelder losgeht. Aufgepasst, Mädels! Findet die MP3-Player und platziert sie in der richtigen Reihenfolge auf die Sockel! Wir befinden uns in der Bibliothek, in der der Schrank für die Mädels einen coolen Tanzwettbewerb vorbereitet hat, genannt Dance-Off.
Mach weiter, Theresa. Auf keinen Fall. Das ist gerade nicht passiert. Raquel, es ist einfach nicht dein Tag. Barbie, du bist so fantastisch. Das war toll. Ich habe richtig gepunktet. So macht man das, Barbie. Wow, das war brillant, Barbie. Das war toll. So macht man das, Barbie. Raquel ist umwerfend. Wow, das war brillant, Barbie. Super, Barbie. Ich bin dran. Mach weiter, Theresa. Wie toll ich bin. Das hast du zerrissen, Raquel. Wuhu! Theresa, das war fantastisch. Das war sowas von cool. Viel Glück beim nächsten Mal. Nicht aufgeben, Raquel. Theresa versenkt die Treffer dieser Runde. Theresa ist nicht zu stoppen. Ein Punkt für Raquel. Ich bin dran. Niki schafft es. Sieht gut aus. Ich habe die Leute noch nie so zappeln sehen, bis auf das eine Mal, als die Ameisen aus Stacys Terrarium geflohen sind. Hahaha! Auf zum nächsten Raum! Mit mehr Spaß und Spielen! Erster Schritt, findet die Scheinwerfer. Zweiter Schritt, platziert sie auf den richtigen Sockel.
Das ist die Minispielaufgabe, auf die die Mädels gewartet haben. Der Schrank hat das Wohnzimmer in eine riesen Fashion-Show verwandelt und die Hauptattraktion ist ein fantastischer Laufsteg. Endlich sehen wir, wie die Mädels gegeneinander antreten, wie sie ihren Gang vorführen und für die Kameras posieren. Ich schätze, der Schrank ist dem Sieg mit seiner beeindruckenden Mini-Pose sehr nah. Raquel, verlieren ist so langweilig. Raquel greift nach dem Sieg! Wuhu! Theresa, das war fantastisch! Das war super, Niki! Wirklich gut, Theresa. Mach weiter so. Gut gemacht, Barbie. So macht man das, Schwester. Du bist eine Legende. So macht man das, Niki. So macht man das, Barbie. Toll! Ich wurde die Erste! Jedes Mädel erzählt mir, dass sie ein Supermodel sein will. Aber es ist gar nicht so leicht, in 12 cm hohen Stöckelschuhen bei Blitzlichtgewitter auf dem Laufsteg lang zu stolzieren. Ach, wem mache ich da etwas vor? Es ist das Beste! Ich liebe es! Es wird Zeit, die Kulisse zu ändern. Wählt euer nächstes Zimmer. Schritt 1. Findet die Make-up-Täschchen. Schritt 2. Stellt sie auf den richtigen Sockel.
Oh nein, ihr werdet es nicht glauben. Der Schrank ist weg und hat die Mädels im Make-up-Zimmer eingesperrt, weil Raquels Lippenstift ein wenig schmutzig geworden ist. Und als wäre es noch nicht genug, hat er auch noch das Minispiel ausgetauscht, um ein Notfall-Make-up-Training einzubauen. Der Name des Spiels heißt Make-up-Wahnsinn. Und ich habe das Gefühl, dass wir genau das erleben werden. Ich bin so verdammt gut! Barbie, du bist so fantastisch! Das war sowas von cool! So macht man das, Barbie. Ich bin so verdammt gut. So macht man das, Niki. Raquel greift nach dem Sieg. Raquel ist umwerfend. Das war toll. Wow, das war brillant, Barbie. Der Schrank sagt, dass wir alle einen neuen Look brauchen, aber ich denke, er könnte auch etwas aufpoliert werden. Vielleicht ein bisschen Lidschatten für sein großes Auge. Oh, Schrank! Der Mac.
Erster Schritt, findet die Pflegemittel. Zweiter Schritt, legt sie auf den richtigen Sockel. Also, vor diesem Minispiel habe ich mich schon gefürchtet. Wie die meisten von euch Barbie-Fans schon wissen, haben wir nicht die beste Erfolgsbilanz, wenn es um Barbies Haustiere geht. Aber der Schrank hat diesen Pflegewettbewerb aus seiner Trickkiste gezaubert und er heißt Striegeln und Schick. Und Niki trifft es auf den Punkt. Wirklich gut, Theresa. Mach weiter so. Dabei, um zu gewinnen.
Sehen Barbies Tiere nicht fantastisch aus? Wir sollten sie jeden Tag so zurechtmachen. Das lieben sie. Oder auch nicht. Die Haustiere wurden gestylt und gepflegt. Wähl das nächste Zimmer. Sucht das Waschmittel und dann knackt den Code, indem ihr es richtig auf den Sockeln platziert. Hey Dreamhouse-Fans! Wir befinden uns hier in der Garage, um euch die letzte Minispielaufgabe vorzustellen. Eine wundervolle Denksportaufgabe, die unser Gastgeber des Tages, der Schrank, Seifenblasenverrücktheit nennt. Wow! Das war brillant, Barbie. Wie cool war das denn? Der totale Wahnsinn! Niki punktet megamäßig. Auf keinen Fall. Das ist gerade nicht passiert. Komm schon, Barbie. Es ist noch nicht vorbei. Genau so, Raquel. Ich bin dran. Hervorragend. Ich hab das total raus. Das ist mein Ding. Ich bin nicht zu bremsen. Ich kann das viel besser.
Theresa versenkt die Treffer dieser Runde. Naja, es ist kein Weltuntergang, Theresa. Machst du langsam schlapp, Theresa? Ich bin so verdammt gut. So macht man das, Schwester. Du bist eine Legende. Das Beste ist genau richtig für mich. Wie toll ich bin. Ich lasse es einfach aussehen. Das hat nicht geklappt, oder? Naja, es ist kein Weltuntergang, Theresa. Das ist mein Ding. Mega Reinfall. So macht man das, Barbie. Super, Barbie. Wirklich gut, Theresa. Mach weiter so. Das hat nicht geklappt, oder? Ich bin dran. Garage? Wohl eher eine Autowaschanlage. Zeit zu verschwinden. Der Schrank sagt, findet die Kartons mit den Kleidern und stellt sie in der richtigen Reihenfolge auf die Sockel.
Willkommen, Fans, zur neuesten Fortsetzung von Barbies Modespielchen. Wir befinden uns in Barbies Kleiderschrank, wo wir euch den neuesten Nervenkitzel des Schrankes und seines Minispielwettbewerbs präsentieren. Fashion Frenzy. Mich wundert es, dass du es gefunden hast, Raquel. Raquel, die Dinge können nicht immer so laufen, wie du willst. Sogar wenn alles schief läuft, sehe ich immer noch gut aus. Alle hier hören einen Riesenapplaus für mich. Raquel, es ist einfach nicht dein Tag. Oh, Raquel, die Dinge können nicht immer so laufen, wie du willst. Raquel, es ist einfach nicht dein Tag. Nein, mein Fingernagel ist abgebrochen. Super, Barbie! Jedes Laufstegmodell muss wissen, wie man sich schnell umzieht. Trends sind kurzweilig und Outfits können aus der Mode gekommen sein, bevor man sich umgezogen hat. Machst du Witze? Jetzt schon? Seht ihr? Ich weiß, dass ihr hier den ganzen Tag bleiben könntet, aber wir müssen los.
mich wie eine Prinzessin. Ja, wir haben es geschafft! Yeah! Wir sind frei! Wir sind frei! Das war das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und die Mädels wart richtig gut bei den Aufgaben. Ich bin so stolz auf dich, Barbie.